Ja, gut. Roller auf. Wenn er wieder fährt, können wir jetzt auch wieder fahren. Ich bin auch rausgetappt. Okay. Denke, ich bin so. Ich hoffe, ich bin soweit. Wir werden es erfahren. Solange ich ersten Platz starte, kann ich das Tempo vorgeben. PH2 Yannick 02. Yannick. Yannick 02. 704, das ist ziemlich genau das, was bei dem Caterham auch eine Bestzeit war. 70 auch irgendwas mit einstellig, ne? 708 oder so. Könnte 702. sein. In dem Dreh. Wir fahren immer so 8. Naja, okay, 47 fahren wir immer oder so. Also ich zumindest. Erster. Und ich 7. Okay. Das sieht da gar nicht so schlecht aus. Okay. Der Start war so nicht Ich bin ganz hinter dir. Das war ein guter Start. Ah! ein guter Start. Ja, ich bin 4. Ah, da kommt einer von hinten ganz schnell. Und schiebt mich raus. Kriegst du Bremsen. Kre Boah, mir ist voll einer. Warum fahren die? Die fahren einer voll hinten rein. Bin ich so langsam? Sieht so aus. Ich bin gerade schneller als die KI hier. Ich auch, wenn ich so in den Rückspiegel gucke. Hui. Mein Stuhl ist ganz leicht schief, das ist voll irritierend. Ich habe mir vorhin auf der ersten Strecke, die wir gefahren waren, bei dem ganzen Gekurbel in Monaco das Lenkrad ein bisschen vom Tisch schief gezogen. Oh, der bremst mich hier voll aus. Noch? Hast jetzt diesen blau-gelben Genau, auch ein Mercedes, glaube ich. Astra. Das doch? Ich meine, es wäre ein Astra gewesen. Bin in den Kurven, die hier Oh, das zunehmend geht voll. langsamer werden. Da bin ich gerade voll gut durchgekommen. Bisschen mit Bande, aber ich finde, der ist hier ziemlich gut für geeignet. Müssen mal gucken, ob man Multiclass einstellen kann. Im Vergleich, Caterham und den ja, im vergleichen. Vergleich zum Caterham, ne? Zumindest von den Bestzeiten her Weil der sind die ja kommt. vergleichbar. Wobei ich denke, der hier ist leichter zu fahren. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das ist, aber bisher fühlt sich das sehr gut an, ja. Ja, der flutscht so ein bisschen um die Kurven rum, also der gleitet so ein kleines bisschen. Wenn ich noch den richtigen Gang drin hätte, würde es, glaube ich, noch besser gehen. Habe ich ihn. Er ist ganz langsam. Ich bin hinter dir. Mein Kaffee ist fertig. Dann wird der Kaffee jetzt aber noch 15 Minuten fast warten müssen, Ist oder? egal, der war gleich warm. Ich bin sogar in die Scheißkurve, die ich nie rumkomme. Kannst ruhig ein bisschen langsamer fahren. Dann sehe ich dich vielleicht gleich wieder.
Nee, erstmal sagst du mir, ob man in der Kurve, wo man mal bremsen muss oder vom Gas gehen muss. Ich probier's mal. Ah, ich glaube, ich weiß, warum das so gut geht. Der fährt noch langsamer. Ich war jetzt 220 hier hoch. Also ich bin so durch. 217 waren es, glaube ich. Ich bin durchgedriftet. Innen ein bisschen auf dem Curb und ja, es geht. Oh, voll auf dem Gas geblieben. Dann den fünften runter und 180 raus. Ja. Oh, ich mag das Auto für diese Strecke. Es ist aber interessant, dass dann bei 220 Spitze... Ah, da bist du. Nein! Hast du es nicht durchgeschafft? Nee, bin innen rein. Aber ich habe einen Stau verursacht. Deswegen habe ich jetzt mehr Abstand. Die sind nicht weggekommen. Einer ist mit, ich habe mich gedreht, stand mit der Nase nach innen ins Karussell. Mhm. Einer ist gegen mich gefahren, stehen geblieben. Und alle sind aufgefahren. Ich habe Glück gemacht. Ja. Aber es ist interessant, dass es, das bedeutet ja dann, dass mit diesem Wagen der Ketterhemm auf den langen Geraden Zeit gut macht. Nächstes Jahr oder Ende des Jahres wird Zeit für ein Fanatec-Lenkrad. Ich brauche einen Direct Drive, ich brauche mehr Kraft im Lenkrad. Das ist mir zu lasch. Ah, du bist vor mir. Du hast dich zurückfallen lassen. Ich fahre schön gemütlich 110, 120. Du bist jetzt wieder in Sichtweite. Ich drifte gerade hinter dir rum. Da solltest du vielleicht echt mal versuchen, dir bei dem Auto hier den... Heckstabilisator weich einzustellen. 2 Newtonmeter statt 4. Der gleitet noch. Ah, hier. Rum. Siehst du links, wo der Krankenwagen steht? Das ist die, wo man so schön gucken kann, wie hier die Leute aus den Kurven fliehen. Weil der erste Knick ist okay, da kommt man noch durch. Steigt drauf und dann macht die Kurve noch diesen zweiten Knick. Ist auf jeden Fall weniger zipperlich als ich hier. Mit Volldampf durch. Der Wagen ist ein bisschen langsamer. Ich komme. Ja, doch, guck mal, er geht jetzt doch hoch. Ja, hier bergab zu 40, 42, 43, 44. 250 habe ich. Ja, du hast Windschatten noch dazu, ne? Ja. Dann schafft er hier doch ungefähr das Tempo vom, beziehungsweise leicht mehr. Ich fahr rechts. Ja, als der Ketterhemm. Bremse oder geh erstmal vom Gas. Das war aber letzten Rille. Ja, ich bin an Abweiser gekommen und ein bisschen gedingstet. Oh, das ist die letzte Runde, wusstest du das? Hat mit Jeff mir gerade verraten. Der ist Flo. Ja. Der Freund von Konstanze.
Brauchst du Hilfe? Ja, du stehst scheiße, ich kann dir nicht helfen. KI kommt, beeil dich. Woo! So, ich hab's geschafft zu drehen. Ich hab's hier aufgehalten, also. Ich glaube, es ist nur einer so richtig gut durchgekommen. Der dritte. Nicht der zweite. Oh, das ist die Polizei. Ja. Brauchst du auf jeden Fall nicht langsamer machen, die kriege ich alle wieder. Ich hab sie gerade rausgeholt. Bist du das dahinter wieder? Nee. Fahr ganz normal. Ich bin im Feld dran und so, brauchst keinen ausbremsen. Okay. Ich krieg. Ich glaube, ich bremse sie so oder so aus. Ah, die Polizei kommt. Du bist denn doch gerade auch weggefahren. Ja, dann bin ich kurz stehen geblieben. Hm? Ja, von wegen, du bremst sie so oder so aus. Upp. Das war meine Motorhaube. Die liegt. Sechster, oder? Meine Motorhaube liegt noch an mir, siebter, aber ja. Die Motorhaube kommt mir durchs Cockpit auf mich zu. Oh Gott, mein Kopf. Ich war einen Gang niedriger, als ich dachte. Wollte in den fünften runterschalten. Ich war aber schon im fünften. Voll in den Drehzahlbegrenzer. Meine Motorhaube ist wieder nach vorne gerutscht, aber sie kommt jetzt wieder ein bisschen auf mich zu. Ach, wie man hier rumdriften kann mit dem Auto, ist geil. Oh. Oh, oh, oh. Ich bin meine Motorhaube losgeworden. Kaffeemaschine an. Weil da warm bleibt. Oh. Hui. Hinter mir fährt, kannst du sie bergauf locker alle überholen. Upp. Nur leicht hinten angeklopft, dass er mal zur Seite fahren soll. Es hat geklappt, wird vorbei. Weiter? Ja. Mich auch direkt verbremst in die nächste Kurve. Er kommt noch mehr. Und er ist nicht dran schuld. Wenn ich unter Druck komme, fahre ich nicht mehr vernünftig. Ah, was mache ich hier? Und wenn ich nicht unter Druck bin.
Okay, drauf. Wir beide immerhin. Ah, der Krankenwagen. Das ist hier, muss ich bremsen? Oh. Ach, Quatsch. Bin innen auf die Curbs gefahren. Sieht aber stromlinienförmig bei ihr aus. Mist. Ich habe Angst. Ich will nicht fliegen. Ich sehe dich auch nicht mehr. Da bist du. Hallo. Wir brauchen noch so ein Positionschecken, dass man sieht, wenn man sich nach vorne beugt, die Arme mit der Kopf bewegen. Ja, und dass man sieht, wenn ich winke, ne? Ja. Und Jeff nervt, da ist einer links von dir, immer noch. Er ist links, immer noch links. Wer ist mit eng, das weißt du? Wieder genauso auf der letzten Rille neben der. Na, das Hütchen hat noch vor mir ins Ziel geschafft. Und du hast noch das eine Hütchen erwischt, glaube ich. Ja, ich noch ein Hütchen. Und ich stehe vor der Wand. Und mir fährt gleich einer rein. Du hast das herumfliegende Hütchen bei mir, glaube ich, erwischt. Ja, und wie gesagt, eins auf der Seite noch. Ja, guck dir mal, während du noch fährst, guck dir mal die Einstellung für die Rückspiegel an. Ich finde die toll. Warum sind die in meinem Auto nicht so? Ja, das eigene Auto stört nicht, ne?